Ist ketogene Ernährung gesund? Herzlich willkommen bei Keto Research. Mein Name ist Michael Maus. Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, denn der ein oder andere hat hier ein etwas verzerrtes Bild im Kopf. Woher kommt dieses verzerrte Bild? Die ketogene Ernährung wird mit einem Schwall von Fettkonsum in Zusammenhang gebracht. Und in unseren Köpfen ist seit Jahrzehnten, dass Fett schlecht ist, dass man durch Fett fett wird und dass man durch Fett krank wird. Dass das nicht so ist, dringt nun so langsam durch. Wichtig ist natürlich, dass man die richtigen Fette zu sich führt. Die Antwort auf die Frage, ist ketogene Ernährung gesund? Ja, wenn man sie richtig durchführt. Immerhin sind wir schon ein paar Millionen Jahre so durch die Welt gekommen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die ketogene Ernährung eine der ursprünglichsten Ernährungsweisen, die wir überhaupt haben. Vor 1 Million Jahren, vor 500.000 Jahren, vor 100.000 Jahren hatten wir keine andere Möglichkeit, wie auf Bäume zu klettern, um Eier zu klauen, irgendeinem Wild hinterher zu jagen oder aber jahreszeitig das Gemüse oder Wurzeln zu konsumieren. Das ist eine ketogene Ernährung und zwar eine naturbelassene. Darauf ist unser Körper, unser Organismus eingestellt. Also, wir nennen das Ganze eigentlich Clean Keto. Clean Keto ist eine saubere ketogene Ernährung, wo man im Prinzip ursprüngliche Nahrungsmittel zu sich nimmt. Was soll das sein? Grünes Gemüse, grüner Salat, gutes Fleisch, guter Fisch, wenn man vegan ist oder vegetarisch, natürlich nicht. Hier gibt es aber auch Lösungen. Und dann bestimmte Obstsorten und bestimmte Nüsse. Ja, wir haben hier eine komplette Liste, was man konsumieren darf. Das Wichtige allerdings für eine gesunde ketogene Ernährung ist, dass man gesunde Nahrung, ursprüngliche Nahrung, ich sage jetzt nicht nur Bio, sondern wirklich, wenn es Fleisch ist, Fleisch von einem Tier, was wirklich gut aufgewachsen ist. Fisch, was nicht aus Netzhaltung kommt. Ja, Gemüse, was wirklich auf einem Feld gewachsen ist, was Nährstoffe hat. Und auch vor ein paar Jahren, vor ein paar 10.000 Jahren schon so aussah. Beeren zum Beispiel, Erdbeeren, Blaubeeren, ja, ist Ursprungsobst mit einem sehr geringen Kohlenhydrat-Zuckeranteil und gehört durchaus zu der ketogenen Ernährung. Milch, Milchprodukte, Käse sind auch durchaus möglich und gesund. Aber hier ist es auch wichtig, was kauft man denn? Wurde das ganze Produkt prozessiert? Wurde es raffineriert? Wurde etwas hinzugefügt? Hinten auf die Verpackung gucken. Ja, es ist unnatürlich, wenn man einen Joghurt hat mit 0,1% Fettanteil und 6,8% Kohlenhydratanteil. Das ist nicht natürlich. Da ist ein Riesenprozess hinter. Hier am Nachbarsdorf gibt es zum Beispiel eine Milchtankstelle. Ja, da fahre ich gerne mal hin. Da kann man Rohmilch zapfen. Und das Schöne ist, links und rechts um einen herum stehen die Kühe. Und hier weiß ich ganz genau, diese Milch kam aus einer dieser Kühe. So, natürlich abkochen steht da drauf, ist klar. Aber das ist ein Ursprungsmilch. Auch bei Käse ist das ähnlich. Bei Käse gibt es sehr große Unterschiede. Ja, Analogkäse zum Beispiel oder irgendwas gepresstes Zeug. Ne? Wir versuchen bei einer gesunden ketogenen Ernährung wirklich gesunde Nährstoffe zu finden. Ich blende hier hinten mal ein. Unseren Nahrungskorb, da sieht man alles, was wir konsumieren. Es ist nichts Abartiges, es ist nicht viel Fett, im Gegenteil. Ja, man hatte eine andere Vorstellung, weil zu Atkins Zeiten war das so, dass man sagte, viel Fett. Ne? Natürlich haben wir überwiegend Fett, aber es ist wirklich gesundes Fett. Dann noch wichtig, ist ketogene Ernährung gesund? Für den einen oder anderen ist es, auch wenn man sich mit Speck oder irgendwelchen fetten Fleischsorten ernährt, ja, also nicht Clean Keto, ist das gesünder, wie sich den ganzen Tag von Pommes und Zucker und Gummibärchen was der Teufel zu ernähren. Und es führt zu einem gesunden Körper. Das viszerale Fett zum Beispiel geht weg. Ja, man nimmt unwahrscheinlich viel ab, auch das subkutane Fett geht weg. Wenn man sich ketogen ernährt, egal ob clean oder nicht clean, passiert eins, man wird gesünder. Es geht nicht einfach anders. Ich habe einen viszeralen Fettanteil von irgendwie 5 Quadratzentimeter. Ja, meine Leber, meine Organe, die sind sauber gefegt. Wir haben das irgendwann gemessen dieses Jahr. Der Körperfettanteil ist auch nicht so hoch. Aber Fakt ist einfach, meine Organe sind nicht
durch viszerales Fett beeinträchtigt an ihrer Funktion. Das bekommt man anders schon so gut wie gar nicht hin. Okay, das Fazit für mich persönlich, ja, ketogene Ernährung ist gesund. Ketogene Ernährung fördert zum Beispiel das Immunsystem, was auf Hochtouren läuft, und man kommt recht geschmeidig durch kleine Infekte, durch kleine Erkältungen und auch durch andere Krankheiten, die so um uns herfleuchen. Deswegen, wenn Sie Interesse haben an ketogener Ernährung, geben Sie dem Ganzen eine Chance. Versuchen Sie sich sauber zu ernähren, hochwertige Produkte zu konsumieren, denn dann führt das Ganze auch zu einem gesunden, hochwertigen Körper. Und es kann nichts mehr schiefgehen. Ganz wichtig, das nächste Video kommt in Kürze, deswegen abonnieren Sie bitte diesen Kanal, dann werden Sie auch sofort informiert. Ich bedanke mich, dass Sie bis hierhin dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.